Hallo liebe Camper, hier ein kleines Technikvideo aus Dinkelsbühl. Heute haben wir mal hier einen wunderschönen Knaus stehen. Den haben wir schon öfter da gehabt, da haben wir auch schon ein paar Kleinigkeiten modifiziert und ein paar Kleinigkeiten verbaut, Wechselrichter und so weiter. Und heute haben wir mal ein ganz eigenes Thema, um was es geht, was immer wieder ein wichtiges Thema ist, nämlich um das Thema Kühlschrank. Hier haben wir einen Kühlschrank stehen, Absauberkühlschrank von der Firma Tedford. Ein fast, ja, noch neues Gerät. Ich zeige euch hier mal die Daten. Voilà. Das ist der N3142, ist die Modellnummer. Genau. Der hat ein Gesamtvolumen von 142 Litern. Dafür hat er ein Gefrierfach mit 15 Litern. Also richtig tolles Teil. Ich kann euch jetzt schon sagen, der steht hier zum Verkauf. Wenn jemand Interesse hat, der ist gebraucht, kann er sich gern bei uns melden. Der Kühlschrank wird abgegeben. Und jetzt komme ich zum Grund, warum. Weil der Kunde keinen Absauberkühlschrank mehr wollte, aus bestimmten Gründen raus. Das obliegt jedem selber. Der Umbau ist natürlich ein bisschen, ja, ist so eine Sache, man braucht ein bisschen Strom, aber das ist eine tolle Geschichte. Wir haben hier einen gleichwertigen Kompressorkühlschrank eingebaut. Also nochmal, wenn jemand Interesse hat an dem fast neuen Gerät von Tedford, ist es hier zu erwerben, kann er mich anrufen, dann können wir uns über den Preis unterhalten und das Gerät steht hier zur Abholung. Aber jetzt warum? Zum Grund, weil wir haben hier die Thematik, dass der Kunde halt zum Beispiel gern Cocktails macht beziehungsweise gern kühle, kalte Getränke hat, wo man richtig kalte Getränke hat, wo man halt mit so einem Absauberkühlschrank einfach an seine Grenzen kommt. Der Wirkungsgrad von den Absauberkühlschränken ist einfach immer die Problematik, dass die, je wärmer die Außentemperatur wird und gerade viele, die in wirklich südliche Gefilden fahren, Italien, Spanien und so weiter, wo es im Sommer halt wirklich richtig heftig heiß ist, da kommt ein Absauberkühlschrank halt schon echt an seine Grenzen. Wenn die mal ein paar Tage auf dem Buckel haben, kommen sie erst recht an ihre Grenzen und natürlich auch, wenn sie neu sind, weil der Wirkungsgrad, die Funktionsart ja ganz andere ist, nämlich im Prinzip genau umgekehrt. Wir erzeugen hier über eine kleine Gasflamme Hitze und durch diese Hitze wird dann hier durch diese Technik, ich kann es euch nicht im Detail erklären, weil ich kein wirklich Kühlschranktechniker bin, das Ganze aber umgekehrt stattfinden und da wird dann eine Kälte erzeugt. Da ist kein Kompressor drin und nichts, sondern das geht nur durch Hitze und das ist natürlich schon eine Sache, wo unwahrscheinlich viel Energie kostet, das zu tun. Und natürlich dementsprechend ist die Kälte, die da drin entsteht, nicht so wirklich gewaltig. Dann haben wir auch die Möglichkeit einer 12-Volt-Versorgung während der Fahrt. Aber da habe ich euch in meinem letzten Video schon gesagt oder beziehungsweise beschrieben, was euch immer so ein bisschen der negative Punkt ist, er zieht unwahrscheinlich Ampere aus der Batterie. Also da sprechen wir gleich einmal von zwischen 15 und 20 Ampere, wenn er, der Motor läuft. Also man muss sich überlegen, man gibt Geld aus für einen Ladebooster mit 30 Ampere. Der Kühlschrank wird auf Batterie betrieben. Wenn der Motor läuft, von den 30 Ampere ziehe ich dann gleich 15 bis 20 Ampere wieder ab, verliere ich schon mal allein durch den Kühlschrank 50%, über 50% meiner Kapazität, sprich meines Boosters. Und es gehen nur noch, keine Ahnung, 15 in die Batterie. Und ja, dann haben wir hier eine 230 Volt Versorgung. Auch das ist natürlich machbar, weil der hat ja drei Betriebsarten, Gas, 12 Volt und 230 Volt. Und so wird der Kühlschrank als Absauber betrieben, aber letztlich halt einfach vom Wirkungsgrad her nicht ganz so prickelnd. Und das ist halt das Schöne an einem Kompressorkühlschrank.
Weil da schaut es natürlich dann ganz anders aus. Der macht richtig kalt, weil der funktioniert wie zu Hause. 1:1 dasselbe, nur auf 12 Volt Basis. Das heißt, ich habe das bei mir im Fahrzeug auch gemacht. Das ist richtig krass cool. Ich kann ins Gefrierfach wirklich Eis legen oder Eiswürfel erzeugen. Ich schalte das Ding ein. Das Ding macht bis minus 20 Grad. Das ist überhaupt kein Thema. Ruckzuck sind da Eiswürfel fertig. Genauso ein Bier oder ein Radler oder Kaltgetränke wie Cocktails und so weiter. Wenn ich die bei 30 Grad im Schatten aus dem Kühlschrank nehme, dann ist das Ding arschkalt. Die Flasche läuft an und das macht richtig Spaß. Ja, jetzt zum Umbau. Hier gehen wir mal rein in das Fahrzeug. Ihr seht schon, hier haben wir alles abgeklebt. Auch das ist bei uns immer Standard und unheimlich wichtig. Egal welche Arbeiten das wir durchführen, wir müssen die Fronten immer abkleben. Wo wir vorbei müssen, wo wir ran müssen, wo rausstehen, damit man entsprechend da vorbeikommt. Auch hier die Ecke, weil hier mussten wir den Kühlschrank auch wieder ausführen. So, jetzt sehen wir hier den neuen Kühlschrank verbaut. Wir haben die Originalblende natürlich mitgenommen, also sprich die Dekorblende haben wir hier wieder eingesetzt. Das klappt wunderbar und ihr seht, das ist richtig geil, als ob das Ding noch nie irgendwo anders gewesen wäre. Also auch hier alles sauber, ordentlich eingebaut von den Spaltmaßen, sitzt hier top drin. Man sieht eigentlich gar nichts. Das ist, als ob er so sein sollte, als ob er noch nie anders war. Und das ist natürlich schon eine richtige Sache. Jetzt hat der Kunde hier ein großes Gefrierfach. Letztlich ist es der gleiche wieder mit einem großen Gefrierfach, wo er jetzt seine Eiswürfel machen kann, mit den ganzen Fächern hier unten, hier noch ein großes Gemüsefach unten, also richtig toller Kühlschrank, den wir hier verbaut haben. Also das macht richtig Laune, der schließt auch schön. Ja, ich bin total begeistert, weil der passt hier rein, als ob er schon immer drin gewesen wäre, von Serie aus. Also richtig tolle Sache. Und so muss es sein, so muss es ausschauen. Das ist eine tolle Geschichte und wir haben natürlich auch die ganze Thematik mit der richtigen Sicherung, mit der richtigen Spannung versorgt. Da muss man natürlich auch wieder prüfen, ob die Querschnitte von den Kabeln passen, damit das alles Hand und Fuß hat, damit man den dann auch entsprechend richtig anschalten kann. Von der Sinnhaftigkeit her, von der Angst her, er wäre zu laut, müsst ihr keine Angst haben. Die Kompressoren, die sind mittlerweile so gesteuert. Hier haben wir die ganzen Einstellmöglichkeiten. Hier kann man die Thematik kälter oder nicht kalt machen, je nachdem. Also das ist hier, haben wir 3 Sterne, 2 Sterne, das kann man hier auch alles einstellen. Dann haben wir hier auch noch einen Schlafmodus, wo wir aktivieren können. Das ist eine tolle Sache, damit er dementsprechend leise ist, damit man gar nicht mehr hört nachts. Also auch das ist alles machbar. Also richtig tolle Geschichte. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also ein Kompressorkühlschrank ist eine tolle Sache. Ich lasse den jetzt mal laufen. Ich möchte nämlich mal die Temperatur checken, was da drin ist. Und da hole ich euch dann wieder bei. Bis gleich. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt natürlich unten ein bisschen mehr Spalt, weil unten saugt er ja die Luft an, beziehungsweise zirkuliert im Raum. Und daher brauchen wir hier oben die Lüftungsgitter und unten ein bisschen mehr Platz. Da hat er ziemlich hohe Füße, damit er ein bisschen an Abstand hat, damit er hier die Luft ansaugt. Das ist so bei Kompressorkühlschränken, weil da halt die Funktion auch ein bisschen anders ist. Jetzt schauen wir nochmal ganz hier hoch. Gerade läuft er, ich weiß nicht, ob er es hört, aber wir haben ja hier die Möglichkeit, wenn wir jetzt ein bisschen drauf bleiben, dann blinkt er 2-mal. Und jetzt können wir hier auf Nacht schalten. Und das heißt, er fährt komplett runter und man hört ihn nachts so gut wie gar nicht. Also das ist so eine Schlaffunktion, damit der Kühlschrank auch nachts ohne Probleme, damit man hier schlafen kann. Das ist alles einstellbar. Dann kann man natürlich hier die Gefrierschrankkälte einstellen. Ich habe jetzt mal das Kälteste bei allen genommen, damit ihr mal seht, was da los ist da drin. Und jetzt machen wir den Kühlschrank mal auf und messen das Ganze mal. Dazu habe ich mir hier so ein Thermometer geholt.
ihr seht's, von Bosch. Und da schauen wir jetzt mal rein. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Wir machen jetzt den Kühlschrank mal auf und messen da drin mal. Und ihr seht, 1,8 Grad. Das ist doch einmal Ansage. 1,8 Grad auf der kältesten Position. Hinten an der Rückwand sogar 0,2 Grad. Und das jetzt, wie lange läuft er jetzt? Keine Viertelstunde, 20 Minuten, wo er an ist. Also das ist einmal echte Ansage. Und jetzt schauen wir mal hier im Gefrierfach, was wir hier haben. Wenn wir hier mal reinmessen, da geht es gar nicht. Kleinen Moment. No. Jetzt mag er nicht, ist ein zu kalt schon hier. Low, okay. Minus 12,9 Grad haben wir jetzt aktuell da drin. Also das ist schon echt eine Nummer, ne? Minus 14,5 Grad. Also ihr seht, das ist natürlich schon eine ganz andere Kühlqualität da drin. Auch finde ich die LED-Beleuchtung hier oben ganz schön. Also da ist auch richtig Licht in dem Kühlschrank. Wie gesagt, dann haben wir hier ja noch das hier ein Fächle, da Fächle, wo wir dementsprechend, wollen wir hier das Papier nur wegmachen. Dann haben wir schöne Fächer, hier die Absturzfallen, wo man hochstellen kann, damit das Zeug nicht rausrutscht und runterfällt. Ganz klar. Und dann hier nur ein schönes Gemüsefach, kugelgelagert, damit man es schön rausziehen kann. Oder Flaschenfach natürlich, damit wir die schweren Flaschen nicht hier in der Türe drin haben. Tolle Sache. Somit haben wir den Umbau Kompressorkühlschrank auch wieder durch. Jetzt schalten wir mal wieder ab, weil jetzt haben wir lang genug laufen gehabt. So. Zack. Jetzt ist er aus. Jetzt haben wir das Ganze lang genug laufen gehabt. Jetzt machen wir das Auto noch sauber. Und ja, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Wie gesagt, Projekt Absauberkühlschrank, Austausch, Kompressorkühlschrank ist abgeschlossen. Schaut sauber aus, steht sauber drin. Hinten die Lüftungsgitter sind natürlich jetzt nicht mehr so vonnöten, weil wir ja eine interne Zirkulation haben. Die haben wir schön abgedichtet, damit der Kunde da keine im Winter, gerade im Winter, da keine Kälte reinkommt. Darum haben wir die sauber abgedichtet, damit die schön dicht sind. Und ja, jetzt spricht dem kalten Bier trinken nichts mehr entgegen. Und den Eiswürfel machen, da kann man sich richtig gut austoben. Und jetzt ist das Kühlen wie zu Hause. Und das ist natürlich schon Nummer. Also ich habe das ja auch bei meinem Auto gemacht. Also ist echt eine tolle Sache. So, in dem Sinn, euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mal alle gesund. Halt, jetzt sehe ich gerade noch was. Das wollte ich euch noch mal mitteilen oder zeigen. Das hat nämlich hier der Kunde bei uns mitgenommen. Hier seht ihr das. Sind Gläser. Ne? Also hier oben kann man damit fahren. Halten wunderbar auf der Schiene. Ist ein bisschen strange, muss man sich dran gewöhnen, schaut aber echt klasse aus. Man hat echte Gläser, klappert nichts, ist nichts, die fliegen auch nicht durch die Gegend. Und ich finde es richtig angenehm, schön, weil guter Wein aus dem echten Glas ist halt doch was anderes. Ist von der Firma Silvi und funktioniert tadellos, haben wir bei uns auch im Programm. Also sind da echt begeistert. Und die Kunden auch, wie ihr seht. Also ist echt tolle Sache. So, jetzt ist aber gut. Das ist mir jetzt gerade nur noch eingefallen. Oder beziehungsweise habe ich gesehen, wie ich da reingeschaut habe bei der Verabschiedung. Also, macht es gut. Über ein Like freue ich mich natürlich, wie immer. Daumen hoch. Und auch über einen neuen Abonnenten oder lauter neue Abonnenten und viele Abonnenten. Natürlich auch spannende Anregungen in den Kommentaren. Ich versuche immer alles zu beantworten, aber alles gelingt mir nicht immer. Ich muss natürlich auch hier immer ein bisschen was arbeiten und kann nicht nur den ganzen Tag am Rechner sitzen. Da bitte ich ein bisschen um Verständnis, weil es wird natürlich immer mehr.
Und daher, ja, bitte ein bisschen Geduld mitbringen mit der Antworterei ist es. Ich versuche immer dran zu bleiben, aber es ist schon sehr zeiterfüllend. Jo, in dem Sinn, macht's gut, bis bald, euer Mika-Team. Ciao, ciao.